Haben wir ein bisschen was zum Unterbringen in der Zeit. Das ist die einzige Sache, weil wir halt viel produzieren müssen. Viel in kurzer Zeit. Da kann man halt nicht eben schnell weggehen und mal sagen, okay, komm Leute, wir gehen mal in irgendeine krasse Höhle rein oder sowas. Nee, ich muss halt hier bleiben, ich muss halt warten, dass wir das alles fertig kriegen. So, hier nehme ich einfach mal einmal die 8 weg. Technik 1 mal eben unterbringen. Wir brauchen halt nur einen Motor. Hier den. Die anderen sind halt alle nicht motorbetrieben. Ne? Ist halt alles so stumpfes Zeug nur. Ja, Aluminiumplatte müssen wir auch machen. Theoretisch kann ich hartes Aluminium machen. Wie viele brauchen wir denn dafür? 5, 11 Stück insgesamt. Weißt du was, die machen wir nachher. Die machen wir später. Die machen wir später. Alter, die Zeit geht nicht rum. Ja, ein bisschen was sammeln. Ich muss jetzt diese 2 verkackten Stunden nur abwarten, dass ich die Marmordinen reinhauen kann. Dann können wir schlafen gehen. Beziehungsweise ich fülle dann alles so ungefähr so auf, dass wir dann so nach dem Schlafen direkt wieder loslegen können. Sehr schön. Sonst war da jetzt nichts, dann nehmen wir mal Dino auseinander. Und... Na ihr? Boah, welche Reichweite mit dem Schwert, leck mich am Arsch. Ich hab das gar nicht so groß in Erinnerung. Jetzt kann ich so ein paar Kräuter einsammeln. Du stehst. Steigt sie ein? Alles klar, er hat nur gewartet, bis er wen überfahren kann. Alles klar. Lama! Lama tot. Ja, wir führen auch ja derzeit die Werkstätten an. Higgins kann da nicht mit. Der kann einfach nicht mitreden bei uns. Wir spielen mittlerweile in einer ganz anderen Liga als er. Ist einfach so, ne? Wir kamen, sahen und siegten. So, das kommt hier runter. Dann einmal tierisches. Das und das. Und das war bei Anbau. War auch schon so viele Pflanzen von. Hammer. Aber tierisches habe ich ganz vergessen. Das kommt unter rein. Dann mal ganz kurz essen. Aber wir können Fleisch machen. Das können wir machen. Das wäre eine Methode, Zeit rumzukriegen. Schmuck müssen wir aber noch hin. Habe ich das abgenutzte Feld mit reingepackt? Ne, ich glaube nicht. Abgenutztes Feld noch nicht. Kommt hier mit rein. Darauf habe ich gewartet. So, Marmordiele, meine Freunde. 5 Stück. 6 Stunden, weißt du was? Ja, lassen wir bei der Zeit, dann kommen wir gleich an. Also morgens, nächster Tag. Und dann haben wir erstmal Ruhe. So, dann gehen wir erstmal eine Runde pennen. Scheiß auf drauf, was die anderen haben, egal. Filmen wir nicht aus, wir gehen einfach direkt pennen. Würde ich sagen, aufwachen und weitermachen. Ich hoffe, dass wir erstmal nicht in Dingens 2 reinkommen. Ich nehme auch direkt jetzt nochmal einen Auftrag an. Obwohl, die können wir nicht. Wir müssen ja erst den Auftrag fertig machen. Shit. Von allen Skilde, lieber Handwerker, gestern hast du bei der Inspektion der Produkte auch Fehler hervorragende Arbeit geleistet, genauso wie es ein Handwerker erster Klasse tun sollte. Wir danken dir dafür. Hier ist ein kleines Dankeschön für deine Zeit. Vom Rathaus. Lieber Bürger, der jährliche Portia Angeltag findet diesen Freitag und Samstag statt. Wenn du interessiert bist, bring Geduld und deine Angelroute mit und registriere dich. Das ist auch schon wieder? What?
Tatsache, wir haben ja schon den 8. Tag im Monat. Krass. So, mal ganz kurz gucken, was haben wir denn alles abgeschlossen hier? Das sieht doch alles gut aus. So, wir brauchen erstmal ein weniger. Marmordiel, alles klar. Hoppala, mal ganz kurz gucken, was brauchen wir denn jetzt? Ah, genau, eine Sache weiß ich schon mal. Ich hoffe, die kann ich hier... Jawohl, Aluminiumplatte, sehr schön. Wie viel brauchen wir denn davon? Okay. 4 Stück brauchen wir da schon mal. Genau, 4 Stück. Das sollten wir da hinbekommen. Haben wir das? 4 Stück. Sehr schön. Okay, was brauchen wir gerade noch so? Stahlplatten könnten wir auf jeden Fall noch gebrauchen. Weil ich werde auf jeden Fall noch einmal Stahlrahmen machen und von dort aus Stahlhüllen. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall gleich einen Ofen. Schweißstab ist klar. Stahlplatte, okay. Ah, die laufen gerade mit reduzierter Geschwindigkeit. Das geht ja gar nicht. 11, 4, ja, das sieht gut aus. Da habe ich nichts gegen, nochmal Handbuch. So, das ist in Arbeit, das ist in... Ja, das dafür müssen wir auf jeden Fall auch noch einige machen. Bronzerohre haben wir mittlerweile genug. Da können wir mal ganz kurz die Dingensrohre herstellen. Großes Rohr. 5 Stück stellen wir her. Sehr schön. Und dann brauchen wir noch... diese Lampe. Wasserdichte Lampe. Edelalu brauchen wir dafür. Ja, und gestärktes Glas halt. Ich würde sagen, da machen wir am besten auch 5 Stück von, ne? Dann brauchen wir einen ganzen Block mehr. Ein Edelalu-Block. 6, 3, 2. 6, 4. Ich bin blöd. Nee, passt. Nee, alles gut. Hab ich richtig gerechnet. Habe ich richtig gerechnet, Mann. Gut, dann... Ich warte ganz kurz, bis Marmor fertig ist. Dann kann ich mal ganz kurz hier loslegen. Wohl. Edelalu, uns fehlt ein Block. 2,5 Stunden easy going. Machen wir, kein Thema. Ah, komm, meine. So, na komm. Einmal hier umschichten. Dann kann ich nämlich ganz kurz direkt hier reinspringen, das mal eben fertig machen. Zurückholen. Und dann überlege ich mal ganz kurz, sollen wir Bushaltestelle direkt anfangen, dass wir halt die... Ja, machen wir einfach, dass wir halt unsere neue Mission nehmen können. Weil wenn wir Glück haben, kriegen wir das sogar noch heute hin. Dann brauchen wir halt nur ganz viele Stahlhüllen, obwohl das wird echt eng. Das wird richtig eng. So, was brauchen wir denn insgesamt jetzt noch? Hartes Aluminium. Machen wir auf jeden Fall. Große Rohre haben wir. Stahlplatten brauchen wir. Stahlplatten brauchen wir, alles klar. Wir brauchen auf jeden Fall 4 Rahmen. 4 Stahlplatten. 8. 10 draus. Eine. Ich habe kein Eisenerz. Nein. Nein, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Ah, dann schalte ich immer ganz kurz einen ab, dann immer sortieren hier. Dass wir auch genügend Platz haben für die Materialien.
Wäre kacke, wenn wir jetzt da in die Höhle reinspazieren und so Materialien snacken wollen, dann passt das nicht. 810, das reicht gerade so auch aus, dass wir reinkommen. Cool, das ist aber heute alles recht eng. Das ist alles aber recht eng. Dann sagen wir da zurück, dahin, so. Holz, Verbundbretter und das war's. Der Rest lasse ich jetzt drin, damit wir nicht ganz so viel Zeit verlieren. Da will sie. Oh Gott, nein, nein, jetzt nicht. Beziehungsweise doch, wir gehen hier hoch, wir gehen zu Bereich 2. Ein bisschen Bereich 2, hier, ne? Ruine 2. Ein bisschen da was snacken. Weil hier hoch geht's halt fix. Oder recht schnell. Vergiss mal halt immer wieder. So. Sollten wir nicht dafür schon zahlen? Kam da nicht die Meldung? Oh, mir soll's egal sein. Ich muss jetzt nicht unbedingt dafür zahlen. Ich kann auch einfach so da reingehen. Ah, hier haben wir beim letzten Mal schon angefangen. Ich würde sagen, dann machen wir mal ein bisschen weiter. Finde ich gut, dass wir die Ecke hier gefunden hatten. Schön am Rand hier abarbeiten. Ganz geschmeidig, ganz geschmeidig. Okay. Wird jetzt erstmal ein bisschen kurz dauern. Ich weiß nicht, wie viel ich mache. Ich habe immer so als Ziel immer so 500, weil wir brauchen halt echt viel von dem Eisen mittlerweile. Und ich nehme davon immer viel zu wenig mit. Und ich nehme sonst immer schon 500 mit. Aber wir müssen irgendwo mal einen Tag machen, wo wir wirklich richtig fett farmen. Wo wir uns da wirklich mal auch Nahrung dafür extra mitnehmen und dann einfach nur fett farmen gehen. Ah, wir haben es ja gleich schon. Oh nein, der so ein Chip-Data-Ding. Gibt's doch gar nicht. Wieder ein Level up beim Bau, beim Abbauen. Die ist bald leer hier. Die ist gleich leer. Weiß nicht, wenn wir jetzt ganz fix sind, kriegen wir die sogar leer. Ich würde mich eigentlich mit den Aufträgen beeilen, bevor irgendwie Higgins oder so zuschlägt. Und sich die geilen Sachen wegnimmt. Auch wenn wir den geilsten von allen haben, die Bushaltestelle läuft. Läuft. Komm, die machen wir mal eben weg, ne? Die machen wir mal eben weg. Außer wenn das hier noch Kilometer weiter geht. Alles klar, es geht noch einen Kilometer weiter. Oder? Nein, nein, ist doch Ende hier. Hier ist Ende, dann mal eben hier runterlatschen. Bei 500 haben wir schon zwar erreicht, aber halt, dann haben wir die Ecke weg. Da haben wir die Ecke einfach komplett weg. Und wir brauchen das Material, ja. Von daher, was weg ist, ist weg. Wenn sich einer beschweren sollte, soll er Bescheid sagen. Dann klatschen wir den auch weg. Da. So, das war's, glaube ich. Wir wollen ja nichts von dem guten Material verschwenden. So war das hier entlang. Nein. Ich wusste es doch, irgendwie ging das doch zu einer anderen Seite weg. Wir haben schon 14 Uhr. Boah, was? Was? 14 Uhr? Wollt ihr mich verarschen? Ich muss nur arbeiten. Hey, warte mal. Da. So. Laufe ich schon dran vorbei. Ja, ganz toll. Da laufe ich schon dran vorbei. Das gibt's ja gar nicht. Guck mich nicht an. Lauf. Was ich jetzt erstmal eigentlich sagen würde, da wir ja eigentlich zack, eine neue Frisur haben, und dann laufen wir noch so rum. Mit der neuen Frisur.
Wofür haben wir die denn sonst, ne? Wenn wir mit der Mütze genauso gleich aussehen wie, wie am Anfang. So langweilig. Schön die neue Frisur. Alles gut. Wenn wir jetzt irgendwo in eine Höhle oder so gehen, wo Monster sind, dann wissen wir Bescheid. Dann setzen wir die Mütze halt einfach auf, ne? Für halt mehr Leben. Hühner sind übrigens auch gut. Auf jeden Fall verkaufen. Auch verkaufen. Oh, lol. Wollte ich nicht verkaufen. Ist kacke, wenn man nicht gerade nicht weiß, wen man anklickt. So, jetzt aber loslegen hier. Wir brauchen Stahlplatten. Machen wir 10 Stück. Ah, können wir auch nur 44 mitmachen. Das ist auch nicht gerade viel. Guck mal, hat wunderschön gepasst, als ich das Ding ausgemacht habe. So. Das nehmen wir auch mal eben mit. So, dann haben wir auch wieder ein paar Materialien zum Einsortieren. Was? Was haben wir alles gesammelt? Lol. Okay, okay. Komplett verwirrt hier. Komplett durch. Das kommt erstmal da rein. Das kommt erstmal da mit rein. Sonst brauchen wir da erstmal gerade nichts. Dann können wir erstmal einsortieren. Holz hatten wir... Wir hatten Holz gesammelt. Egal. Dann egal. Aluminium, Stein. Okay, Rohmaterialien. Da sind wir schon. Erde. Ah, hier. Ja. Bevor ich es vergesse. Ne? Das einmal, das einmal. Gut. Das, das, das. Ja gut. Sand haben wir auch wieder. Immer wieder ungern gesehen. Das kommen wir noch da. Jetzt geht's los. Rezept. Wir haben 6, 2 und 5. Ja, das kann dann halt hier bleiben. Die müssen wir halt irgendwie jetzt unterbringen. Ja, ich bin nicht bei der Sache. Ich bin nicht bei der Sache. Das passt nicht. Willst du mich verarschen? Oh, ich hasse das. Ich hasse das einfach. Weißt du was? Ein Blumentopf kommt raus. Der kommt rein. Besen. Von der Mission. Scheißegal, kommt alles mit raus. Zack, zack. Brauche ich nicht, will ich nicht. So, ganz einfach. Schnitzmesser können wir auch mit rausnehmen. Brauche ich auch nicht. Warum? Wofür? Gut, dann... Kann ich eigentlich auch im... Da kann ich nicht. Ich dachte, vielleicht so ein Museum ausstellen. So, weiß ich nicht. Darf ich vorstellen, eins von 2 Milliarden Küchenmessern. Unikat. sonst haben wir jetzt... Warte, hier. Die Flaschen. Oh, wir haben 20 Flaschen wieder mittlerweile. Das ist richtig gut. Die brauchen wir nämlich. Spezialbarren, Spezialbarren, Spezialbarren. Mal hier ein bisschen sortieren. Ah, das habe ich noch hier. Warte mal. Hatte ich sogar bei Technik drin, ne? Data Chip 2. Ja, davon habe ich schon 3 Stück. Kann also auch mit weggefeuert werden. Sonst hätten wir jetzt hier nichts mehr, bis halt auf Produktion, wo ich mal ganz schnell reinschneiden muss, mal eben das hier wegbringen. So, Eisenholzdiele, wasserdichte Lampe, Stahlhülle, Bronzerohr. Bronzerohr haben wir auf jeden Fall schon mal. Eisenholzdiele haben wir auch. Stahlhülle wird ein bisschen schwierig, ne? Ah, haben wir schon mal 2 Sachen, die loswerden können. Nein, es fehlt ein Rohr. Warum haben wir so, nur so wenig? Hier, nochmal. Machen wir nochmal 10 Stück. So, 5 von 4. Einmal anschalten. Schalten wir gleich ein zweites Ding dazu. Dann ist alles gut. Dingens hier. Da.
Einsatzziele ist gut. So, Stahlhüllen müssen wir noch produzieren. Die wasserdichte Lampe wird auch noch ein Experiment für sich, könnte man schon fast sagen. Denn wir brauchen dafür... Ich bräuchte auch Schweißstäbe, davon jetzt mal ganz abgesehen. Machen wir mal 5 Stück, komm. Die gehen halt schnell. Die sind halt schnell gemacht. Dann passt das Ganze. Nicht Technik 1. Spezialbarren, da wollte ich hin. Ich überlege jetzt gerade einfach mal, beziehungsweise ich plane gerade mal schon mal grob durch, wie wir jetzt weitermachen. Die Station will ich schon halt richtig gerne fertig machen, dass wir halt den nächsten Auftrag anholen können. Problem wird halt Stahlhüllen sein. Problem sind einfach die Stahlhüllen. Stahlrahmen. Wir brauchen ja mehr Schweißstäbe, stimmt. Gut, dass ich 10 Stück mache. Ja, wir kriegen auf jeden Fall 5 Stahlhüllen, kriegen wir hin. 5 Stahlhüllen, dafür brauchen wir auch nur 4 Rahmen. Da ich mich aber kenne, mache ich auf jeden Fall 5 Rahmen. Wo haben wir das? Ach, nicht da, da. Da und dann war es auch relativ tief. Schön. Carbonstahlbarren haben wir, lol, haben wir schon, sehr schön. Schweißstab fehlt jetzt einfach nur, auf die müssen wir warten. Dann können wir den Stahlrahmen machen. Davon machen wir halt 5 Stück, das passt dann halt super mit den Schweißstäben. Und, ja, dann haben wir am Ende 2 Schweißstäbe übrig. Aber wer weiß. So, dann können wir uns mal ganz kurz hier um die Tiere kümmern. Uns fehlt eine Ente. Aber wenn ich mich frage, warum ich die verkauft habe. Eine Ente und der Rest ist, anderes Tier. So. Ey, die Hühner gehen echt, also die werden deutlich schneller größer. So, ein Tier davon hinzufügen und hiervon machen wir natürlich noch ein paar Tiere. So, dieses Gebäude ist voll, das finde ich gut. Okay, den Auftrag kriegen wir heute nicht mehr hin. Aber morgen. Morgen kriegen wir den auf jeden Fall hin. Und dann freue ich mich, weil ich immer das hier noch weg. Stich so ein bisschen rein. So. Hier ist alles gut. Das sieht schön aus. Einmal schon ein bisschen Weizen, ne? Langweiliges Futter, jeden Tag das gleiche. Dann passt das Ganze schon. Ah ne, ich habe nur 5 gemacht, ne? Oh, noch 5 Stück drauf, hier, komm. Ein Bronzerohr, wir haben eine Aluplatte. Irgendwie wird das nicht fertig da. Keine Ahnung. Einmal zu tierisches. Dann können wir das mal eben loswerden. Dann einmal nochmal nach. Voilà. Ein nach vorne. Wie viele brauche ich hier? Bronzerohre 6 Stück. Dann haben wir das auch fertig. Was brauchen wir jetzt noch alles? Wasserdichte Lampe und Stahlhülle. Genau, wegen der wasserdichten Lampe muss ich noch gucken. Wasserdichte Lampe, das braucht. Heieiei. 5 gestärktes, also 5-mal gestärktes Glas. Alles klar, weiß Bescheid. Wenn man so, mit Glas soll es erstmal nicht mangeln. Da haben wir auf jeden Fall genug. Das ist gleich fertig, das Ding. Ganz kurz gucken, was könnten wir denn in der Zeit dann dort arbeiten lassen. Ach ja, das haben wir, den haben wir auch schon. Das ist auch schon fertig, das ist in Arbeit. Haben wir, ist fertig, ist auch gleich fertig, haben wir.
Ja, das ist schon drin, das ist schon drin, das ist in Arbeit, das ist in Arbeit. Theoretisch fehlt uns, können uns Stahlplatten wenden. Weil der halt so seine Zeit braucht. Lassen wir den halt noch so ein bisschen dran mit teilhaben in der Arbeit. Der fünfte Schweißstab sogar. Stahlhülle, warte mal, da müssen wir ganz kurz ein bisschen runter scrollen. So, Stahlrahmen, meine Freunde. Wir machen 5 Stück. Haben wir fertig, sehr schön. Aber ein Schweißstab noch übrig, dann könnten wir hier bei den Hüllen. Wir brauchen eine Stahlplatte noch und halt die anderen 3 Schweißstäbe. Dann können wir die Stahlhüllen machen. Aber wenn alles gut läuft, kriegen wir das auf jeden Fall heute noch hin, aber wir können es nicht mehr abgeben. Macht aber nichts. Wir gucken mal ganz kurz, Spezialwaren. Haben wir keine Hüllen, keine Rahmen mehr. Legen wir mal einen beiseite. Darunter kommen halt die Hüllen hin. Schweißstäbe, ja gut, die habe ich auf Punkt pro. Ja, habe ich. Ne, habe ich nicht. Ich habe mehr reingepackt. Egal. Er macht ja nichts. Das kommt schon wieder da rein. Haben wir sonst noch was? Nein. Gut. Ja, das heißt wieder so ein bisschen warten. So ein bisschen auf heißen Kohlen sitzen. Das hier wollte ich machen. Stimmt. Gesalzener Kabeljau? Nein. Wir wollten eigentlich nur ein bisschen Bierverband machen. Wir brauchen bald wieder Salz. Wir brauchen bald wieder Salz. Wir können mal gucken, können wir Kräutertier können wir wieder machen. 25 Stück hier, easy going. Das wollte hier auch mal ein bisschen arbeiten, ne? So, der braucht jetzt so eine Stunde. Der braucht etwas mehr als 2 Stunden. Das ist top. Das ist richtig top. Ja, hätte ich vorher alles gewusst, was wir so brauchen, hätte ich schon ein bisschen vorproduziert. Weil die letzten Tage lief die Maschine nicht durchgehend auf 100% wie jetzt gerade. Da hatten wir ein bisschen Platz zwischendurch, ein bisschen Luft. Dann passt das Ganze schon. Nicht so wie jetzt hier alle auf gib ihm, ne? Aber so muss das, ne? So muss das sein. Alle einfach Vollgas durch. Hä? Ich hab darauf gesammelt. Müssen ja schließlich hier produzieren. Sieht schon komisch aus mit so einem fliegenden Station-Schild. Ah, wie das duftet. Oh, köstlich. Ganz toll. Mm. So, davon haben wir jetzt auch viel. Jetzt fehlt uns eine Platte. Eine Platte fehlt uns. Komm schon. So, 9 Stunden. Für 9 Stunden kloppen wir auf jeden Fall Stahlplatten rein. Also nicht viel, aber egal. 3 Stunden. Okay, da sind wir jetzt bei 9. Jawohl. Stahlhülle. 4 Stahlrahmen brauchen wir. 4-mal Schweißstab und 4 Stahlplatten für insgesamt 5 Stahlhüllen. Eine Stahlhülle bleibt frei, beziehungsweise unbenutzt. Das Ganze machen wir halt hier mit auch. Eine kommt zur Seite und zwar auch bei Spezialwaren rein. So. Und damit. Mein Gott. Stahlhülle. Fehlt jetzt halt nur noch die Lampe. Wie viele braucht sich dafür nochmal? 4-mal gestärktes Glas. 4-mal gestärktes Glas. Na komm. Warum ist denn ganz unten war das, glaube ich? Gestärktes Glas, genau. Voilà, 4-mal. Man würde ja mehr produzieren, weil das für den Verkauf echt gut ist.
Aber die ganzen Härtungsflaschen zu bekommen, das ist ja eine Plage. Gut, da hätten wir das auch fertig. Das finde ich super. Das braucht noch, das braucht auch noch. Das ist schön. Gehen wir aber hier Spezialbarren wieder. Spezialbarren können wir hier die Sachen erstmal unterbringen. Bronzerohre. Brauche ich noch Bronzerohre? Ich glaube nicht mehr. Aluminiumplatte brauche ich, glaube ich, noch. Da muss ich mal nachgucken, wofür brauche ich die denn überhaupt noch? Handbuch. Aluminiumplatte. Aluminiumplatte, wo war die denn hier? Da. Kupferplatte, das habe ich. Das habe ich auch. Das ist sowieso vorhanden. Das werden wir aber später nachproduzieren.